Das Multiversum in Schwechat war beim Kindermaskenball der Kinderfreunde zum Bersten gefüllt. Es wurde gezaubert, gelacht und getanzt. Ein Sonntagnachmittag mit vielen tollen Überraschungen. Der Fasching nähert sich seinem Höhepunkt. Für Kinder gibt es natürlich bunte Maskenfeste. Und ein großes, ja sehr großes, fand vergangenes Wochenende im Multiversum statt, das von vielen Kindern mit Spiel und Spaß erobert wurde. Das hat sehr viel Stimmung. Es ist schon laut und es gefällt mir sehr, sehr gut. Ich habe selber eine kleine Cousine mit 4 Jahren, die ist auch hier, der gefällt es auch sehr gut. Super. Volles Programm gab es mit Clown Popo. Seine Zaubershow begeisterte alle. Ich bin so aufgeregt. Ich gehe jetzt auf der Bühne hier im Multiversum. Das ist voll super. Lebt sich denn als Clown so? Oh, schwierig, schwierig, schwierig. Weil ich so große Füße habe. Ich kann dir zeigen, die großen Füße. Das sind die großen Füße. Das kannst du so ja nicht sehen, weil die Füße sind ja unten. Die bin ja da oben. Ist ja ein bisschen kompliziert. Ja, ja. Aber sonst ist es gut. Es ist halt natürlich ein Wahnsinn heuer, ein riesengroßer Ansturm. Wir werden jedes Jahr neu gedoppt. Wir sind heuer der einzige Ball, der Faschingsball im Multiversum Schwechat. Mit den riesen Kindern, mit der vielen Anzahl von Kindern ist das natürlich eine Herausforderung. Aber wir haben ein Team von ca. 30 Helfern und wir schaukeln das Kind schon richtig. Ja. Es kommen von Jahr zu Jahr immer mehr Leute. Es ist äußerst spannend, es wird wirklich bevor der Einlass ist. Viele Menschen, die wirklich schon warten, dass endlich die Türen aufgehen oder die Kinder vor allem. Und ich war jetzt vorher kurz vor dem Multiversum. Es ist nach wie vor noch, dass die Menschen kommen und es ist voll. Es ist faszinierend, dass wirklich das Team Jansl da auf die Füße stellt. Ganz, ganz super. Preise durften natürlich ebenso nicht fehlen. Heutzutage ist es nicht mehr so einfach. Irgendwo große Hauptsponsoren zu finden. Ne? Und natürlich die Kinderfreunde werden natürlich gerne unterstützt und ist aber natürlich auch viel Aufwand, immer die Firmen anzuschreiben und überall hinzufahren. Aber wir sind froh, dass wir unsere Hauptsponsoren haben, denn ohne denen wäre der ganze Ball irgendwie nicht möglich, weil die Tombola-Preise sind ja für die Kinder da und deshalb kommen ja auch die Kinder. Und sonst konnte man natürlich tanzen, essen, herumlaufen und Popcorn naschen. Die Popcornmaschine ist von den Kinderfreunden angeschafft worden. Die Kapazitäten sind eindeutig gesprengt. Also wir haben eine Schlange, es wird darauf gewartet, dass die Popcorn wieder die nächsten fertig werden und wir können es leider nicht beeinflussen. Ja. Aber es wird geduldig gewartet. Es wird geduldig gewartet, genau. Die Kinder sind, wir erklären halt dann auch ein bisschen die Geschichte, wie das Popcorn entsteht, zeigen auch die Körner her, damit die Wartezeit ein bisschen überbrückt wird. Aber sie sind geduldig, ja. Und so wurde der Kindermaskenball zur großen Gaudi. Ich muss da wirklich ein Lob aussprechen an die Sabrina Flandorf und ihr Team, das es wirklich die letzten Jahre so toll entwickelt hat und man sieht, erfolgreich entwickelt hat. Also da ganz viele Menschen mit Herz dahinter. Selbstverständlich, das machen alle ehrenamtlich, freiwillig, es bekommt keiner was dafür und es ist uns ein Anliegen einfach, dass wir hier etwas bieten. Und dass wir auch natürlich auch andere Leute motivieren, vielleicht auch künftig bei den Kinderfreunden mitzuarbeiten. Der Ansatz der Kinderfreunde ist einfach, Freizeitgestaltung für Kinder zu ermöglichen, sinnvolle Freizeitgestaltung, schöne Veranstaltungen zu organisieren und so auch für unser Leben in der Stadt einen Beitrag zu leisten. Für das heutige Jahr haben sich die Kinderfreunde Schwechat viel vorgenommen. Wir haben unser Kinderfreundeheim, das ist in der Wiesmeierstraße 45, das ist unterm Hort in Schwechat. Das ist 1945 schon gegründet worden, also es besteht schon einige Zeit. Und dort haben wir unsere Veranstaltungen immer. Also jetzt nach dem Faschingsball beginnt die Ostersuche, die ist am 15.04. Also ihr könnt schon alle eintragen, liebe Muttis. Das wird aber alles auf Facebook geschrieben, also bitte liked unsere Seite, Kinderfreunde Schwechat auf Facebook. Da gibt es dann nach dem Osterfest kommt dann das Sommerfest. Das war auch letztes Jahr haben wir das neu eingeführt. Und das war auch ein Renner. Also das wird auf jeden Fall wieder ins Programm aufgenommen. Und im Winter planen wir dann eine Nicolo-Feier. Also wir planen circa so immer 4 bis 5 Veranstaltungen im Jahr.